Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Steady Trader Helpdesk. Natürlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von der FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind und vielleicht auch die eine oder andere Frage mitgebracht haben. Bevor ich tatsächlich an den Dirk übergebe, müssen wir einmal kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, denn unabhängig vom Inhalt, heute Abend müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Ja? Gut. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, dass Sie gerne die Chat-Funktion nutzen können, um Ihre Fragen entsprechend reinzuschreiben. Also haben Sie jetzt dafür die Gelegenheit und in der Zwischenzeit übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche viel Spaß und viel Erfolg. So, ich gehe mal davon aus, mein Bildschirm ist da. Ja, korrekt. Dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo und herzlich willkommen hier zum heutigen Helpdesk-Webinar mit dem Nelson quasi hier bei FX Flat. Und wie der Nelson schon gesagt hat, also das Webinar lebt halt davon, dass wir hier Fragen, wenn möglich, halt live beantworten. Das heißt, alles, was irgendwie halt in die Zeit hier reinpasst, versuchen wir so gut es geht, halt hier entsprechend aufzugreifen. So, der Nelson hat mir schon ein paar Sachen vorab geschickt per Mail. Die habe ich auch irgendwie mal soweit mir angeschaut bzw. überflogen. Dann fangen wir einfach mit den Sachen mal an. Aber seid heute ganz schön zurückhaltend, sehe ich hier, ne? Oder ist das, weil ich jetzt irgendwie erst um kurz vor 18 reingekommen bin, deswegen sehe ich hier so wenig und ansonsten nee, ist schon, nee, ne? Tatsächlich hast du nichts verpasst bis jetzt. Ja, ist doch schön. Ja, das sind wahrscheinlich alle Hamsterkäufe machen, wenn jetzt der Lockdown kommt oder die Angst vor dem Lockdown, erst nochmal alle Klopapier kaufen. Und man sei mal nicht so voreilig, die Fragen kommen noch. Ich finde es ja nie so schlecht, wenn im Helpdesk-Webinar nicht so viel los ist, sagt. Aber tatsächlich in Köln war es sehr ruhig, was diese Hamsterkäufe betrifft. Ja, die KVB hat ja auch rechtzeitig gestreikt. Ne? Von daher mussten wir alle zu Fuß zum Rewe und zum Lidl laufen und das waren dann wahrscheinlich einigen dann irgendwie doch zu viel. Also irgendwie könnte es ja sein, dass es damit was zu tun hat. Ich weiß es nicht. Na gut, ich habe auf genau. Jeden Fall, ja. Werde mich dem natürlich nicht anschließen, wie letztes Mal halt auch nicht. Und von daher sehe ich dem erstmal etwas gelassen entgegen. Zur Not schnappe ich mal im Privatchat und bin dann über Nacht weg. Ich komme dann vorher bei euch vor der Haustür vorbei, Nelson, und sammle euch noch ein. Super, aber ich war sehr aufmerksam bei Privatchat. Müssen wir nochmal drüber sprechen. Genau. So, und zwar schreibt hier der Jens, ich weiß nicht, ob der auch hier dabei ist. Und man kann Orders mit dem Attribut Cancel Sibling Orders versehen. Eine gute Sache. Mir ist nur nicht klar, warum dieses Attribut ausgerechnet bei der Stop-Loss-Order nicht vergeben werden kann. Im Edit-Order-Dropdown ist der nicht möglich. Bei der Stop-Loss-Order, das verstehe ich jetzt gar nicht. Also generell, ne, wir reden hier darüber, über diese Geschichte. Also, ich gebe mal hier einen Timeframe kleiner, damit das auch überhaupt eine Chance hat, hier aufzugehen. Wenn ich also eine Order setze, zum Beispiel, ich setze hier zwei, das kann man anders machen, Moment, kann man direkt mal Voreinstellung machen. Also, das Attribut CS, gleiche Order löschen, cancel siblings. So, das heißt, wenn man jetzt hier reinguckt, hier bei in dieses Bearbeiten-Fenster von der Order, sieht man, das ist hier auch gesetzt. Ich habe es jetzt, hoppla, ach, es ging so schnell. Also wie man vielleicht gesehen hat, ich versuche es aber gleich nochmal zu machen, führt das dazu, wenn eine Order gefiltert von den beiden, wird die andere gelöscht und zwar auch die andere Long-Order. Deswegen heißt es CS, Cancel Siblings, ne? Also gleiche Order. So, machen wir das mal zu. Ich versuche es nochmal, vielleicht gelingt es ja. Also, hat er ja jetzt auch funktioniert. Nochmal, ne? Also wenn ich sage, okay, ich will nur eine von den beiden Long Orders, dann wähle ich halt das Attribut CS. Ich habe es jetzt hier bei neue Order schon eingestellt. Man kann es aber auch nachträglich verwenden. Das heißt, wenn die untere gefiltert wird, ist die obere weg und umgekehrt eben
Ganz genau so. So, das ist ja halt so das Grundprinzip, ne, von dieser ganzen Geschichte. Macht ja manchmal Sinn. Vor allen Dingen, wenn man halt als Beispiel Teilverkäufe, Teilauflösungen halt hat, wenn man die mit Orders machen möchte. Und dann, ne, so, jetzt sehen wir es hier nochmal, die obere ist dann halt weg. So, das heißt, wenn man das halt zum Beispiel mit Teilauflösungen oder so halt machen möchte, ist das eine gute Chance, wenn man sagt, okay, wenn er zurückkommt, löse ich auf. Ansonsten, wenn er da dahin geht, löse ich auch einen Teil auf. Ne, und damit kann man das ja ganz gut machen. Dafür ist es eigentlich auch hauptsächlich gedacht. So, jetzt fragt aber der Jens, warum das nicht mit dem Stop-Loss geht. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Beispiel, ich setze meinen Trade und definiere einen Teilverkauf vor Erreichen des finalen TP. So, dann dreht der Markt aber und erreicht meinen Stop-Loss noch bevor der Preis die Teilverkaufsorder erreicht hat. Danach muss die Limit-Order manuell schließen. Nein. Also, ich habe das Problem jetzt, glaube ich, soweit verstanden. Also nochmal, ich versuche das mal hier nachzuvollziehen. Ich gehe jetzt halt mal long. Mal als Beispiel. Setze meinen Stop-Loss da unten als Beispiel irgendwo hin und habe jetzt hier, und was er jetzt halt meint, ne, ich habe hier zum Beispiel dann halt ein TP und ich bin jetzt hier mit einem Kontrakt drin. Und wenn ich halt sage, na gut, 0,5 würde ich gerne hier oben auflösen. So. Jetzt sagt der Jens, so, warum geht das nicht mit der Stop-Loss? Also gemeint ist dann wohl, ne, wenn die auslöst, dass die auch weg ist. Das geht grundsätzlich, das geht nur anders. Also dafür gibt es einen ganz einfachen Schalter hier bei Auto-Exit, der heißt Orders löschen. So, und das hat nichts mit der Handelszeit oder so zu tun, das, nur weil es da drunter halt steht. Und wenn man da genau hinguckt, ist ja nochmal ein Strich dazwischen. Das heißt, das ist eine ganz andere Kategorie. Und das heißt grundsätzlich nur, wie es auch hier steht, löscht generell alle verbleibenden Orders, wenn ein Trade beendet ist. Das heißt, wenn der jetzt hier in den Stop-Loss reinläuft, ja, nur mal als Beispiel, ich lege den jetzt mal hier hin, den Stop-Loss, dann hoffe ich mal, dass wir hier noch ein Stück rückwärts laufen. Und dann wird man sehen, weil diese Option eingeschaltet ist, ne, verbleibt nicht etwa die Order hier drin, sondern sobald der Stop-Loss getriggert wird oder was auch immer, zack, sieht man, dann ist die Order weg, ne. Also, das ist halt die Vorgehensweise halt dafür. Lustigerweise hat mich da der Wolfgang vom Support letztens auch nochmal gefragt, der ist auch nicht mehr drauf gekommen. Wieso weiß ich auch nicht. Also, das haben irgendwie viele nicht auf dem Schirm, weil das ist eine von den, also behaupte ich mal, halt echt so den wichtigsten Funktionen eigentlich so bei der Automation. Weil klar, wenn man flat ist und Trading Stop getriggert wurde, was auch immer, ja, und dann machen ja manchmal die Orders, die noch da sind, ja gar keinen Sinn mehr. Ne? Und deswegen ist halt diese Funktion da. Also es geht auf jeden Fall. Ne? Aber Sibling Orders heißt ja halt auch, also würde ja umgekehrt eigentlich eher bedeuten, ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich long wäre, jetzt bitte nicht verwirren lassen, wenn ich jetzt hier long wäre und sage, ich will das auf den Stop-Loss anwenden, dann würde ja das bedeuten, dass halt, ja, weil das ist eine Stop, das ist eine Limit Order, eine Short und das ist eine Limit Stop. So. Würde eigentlich auch unter die Kategorie Siblings fallen, würde aber bedeuten, wenn man das hier anwenden würde, ja, und sich das auf den Stop auswirken würde, dass hier plötzlich mein Teilverkauf, Moment, das wäre jetzt ein ganzer, dass jetzt mein Teilverkauf weg wäre und der Stop-Loss weg wäre. Das will ja keiner. Ne? Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, in die einseitige Richtung, wenn der Stop-Loss getriggert wird, dass dann entsprechend auch die Teilverkaufsorder weg ist. Und das, wie gesagt, passiert ja eben mit dieser, jetzt war ich ein bisschen schnell, eben mit dieser Funktion, ne, wenn der Stop-Loss hier gefüllt wird, ist nur die Frage, ob wir den jetzt hier noch kriegen, aber wenn der Stop-Loss halt entsprechend getriggert wird durch die Funktion Orders löschen, ist entsprechend auch alles andere weg. Ne? So, das ist halt so ein bisschen an der Herangehensweise, aber grundsätzlich ist das ja eine ganz andere Logik. Ne? Da würde ja dieses Sibling gar nicht funktionieren. Ne? Gut, der Jens ist da und sagt, die Frage ist beantwortet. So, zack, jetzt haben wir es nochmal gesehen. Ne? Alright, gut, alle verstanden. Ich glaube, das ist echt so eine Funktion, die ist nicht so ganz unwichtig. Kann man sich gar nicht genug einprägen, sowas, weil das ja auch was mit der Exit-Automation hatten. Das ist ja doch sowas, was den Stereotrader im Wesentlichen ja halt auch ausmacht, ne? Dass er genau solche Sachen ja halt für einen regelt und entsprechend den Exit am besten eigentlich automatisieren kann. Gut. So, dann schnappe ich mir mal die nächste Frage. Das war ja die erste, ne, die du mir geschickt hast, Nelson. Ja, richtig. Ja.
So, die nächste ist halt dann leider, bezieht sich auf das VPOC-Add-on. Da bin ich definitiv wirklich der falsche Ansprechpartner. Also was das angeht. Ich habe das VPOC nicht, längst nicht so auf dem Schirm wie der Timo. Ich weiß nicht, ob er da ist. Und wenn er Lust hat, kann er das ja halt irgendwie beantworten. Aber ich glaube, da gab es ja jetzt auch irgendwie nochmal einen Austausch. Ne? Der ist inzwischen dir und dem Timo. Und der Timo ist ja der, der das programmiert hat, nur für die anderen, die sich jetzt fragen, wer ist der Timo? Und da fürchte ich, kann ich wesentlich weniger und schlechter Sachen beantworten, wie er es kann inzwischen. Ja, also, sorry, das muss ich leider irgendwie an der Stelle, muss ich dann halt, ich gehe ja nicht drüber weg, aber halt entsprechend kann ich da halt wenig zu sagen. Jo, Timo, ne? Timo ist da, schreibt er gerade. Also, ich lese es dir nur mal gerade vor. Wenn du Lust hast, kannst du es aufgreifen, Timo. Also, der Patrick sagt, es kommt vor, dass der VWAP, OWP und Supertrend nicht weiter aktualisiert werden, nur noch einen geraden Strich angezeigt wird. Irgendwann verschwinden die Linien komplett. Vortages POC, VAH, VL zeigt es dann auch nicht mehr an. Marken wie VPOC etc. werden dann auch falsch angezeigt. So, da kann ich leider nichts mit anfangen. Okay, so, dann schnappe ich mal die nächste Frage. Ich habe schon mehrfach festgestellt, auch der Jens, weiß nicht, ob es der gleiche Jens ist, dass bei der Eingabe der Positionsgröße in Prozent die Order Size vom Stereotrader falsch berechnet wird. Das scheint nur bei Währungspaaren zu passieren, die nicht die Kontowährung Euro enthalten. Okay. Also grundsätzlich, ich greife erstmal die Funktion auf, damit wir wissen, worüber wir reden. Also ich habe ja die Möglichkeit im Stereotrader, in den Einstellungen bei Layout mache ich das, ist es bei Layout oder ist es mittlerweile bei Terminal? Genau, Quick-Size-Buttons bei Terminal, Entschuldigung, das war vorher mal bei Layout. Quick-Size-Buttons kann ich auf By-Risk, beziehungsweise, ja doch, By-Risk heißt es auch in der deutschen Fassung auch. Bei Risk einstellen, ne? So, das heißt nach Risiko. So, dann sieht mein Panel so ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich dann halt hier zum Beispiel Prozentgrößen stehen, 0,5, 1% und so weiter und so fort. Das bedeutet im Wesentlichen, wenn ich zum Beispiel sage, ich handle den Dow Jones mit einem Stop-Loss von 25 Punkten und ich will ein Risiko von 1% pro Trade. So, dann sieht man hier, da wird die Positionsgröße wird automatisch berechnet. Ne? Das wäre dann halt hier bei dem Konto, das ist jetzt hier ein Demokonto, 2398 Euro, also rund 2300 Euro und 25 Punkte Stop-Loss mit einer Positionsgröße von 1,1 würde 1% entsprechen. Das kann man sogar im Kopf überschlagen, dass das halt ungefähr hinkommt, ne? 25 Punkte. Bei einem Kontostand von knapp 2,5 sind etwa 1,1. Also hundertprozentig genauer geht es natürlich nicht, weil es ja so gestückelt werden muss, wie entsprechend die Lot Sizes sind. Aber da sieht man erstmal, das passt. Das heißt, wenn ich immer prozentual arbeite und entsprechend hier, wenn ich den Stop Loss vergrößere, zum Beispiel auf 50, ja, oder 55, geht hier die Positionsgröße sofort mit runter. Entsprechend, wenn ich ihn kleiner mache, geht sie natürlich hoch. Ganz klar. So, wenn ich jetzt hier sage, ich komme mit 5 Punkten Stop aus, gut, das ist sogar das Konto zu klein, dann würde er mir entsprechend die Positionsgröße dann, ich glaube, andersrum. Ja. So, mit 5 Punkten Stop bei 0,5% Risiko wären 2,8 Kontrakte. Auch zu klein. Gut, also das Konto gibt es leider nicht her. Aber wenn man hier mit normalen Werten arbeitet, also wie gesagt, 25, 1%, 1,1 Kontrakte, funktioniert. So, das ist ja das Grundsätzliche. So, und jetzt sagt er halt, der Jens, bei Währungspaaren wo die Basisberechnung eine andere ist, dem müsste man wirklich mal auf den Grund gehen. Also man kann natürlich nicht. Also generell funktioniert diese Geschichte. Ja, das ist ja auch ein Grund, warum auch zum Beispiel der Stereotrader nicht mit jedem Broker gleich gut funktioniert oder warum solche Funktionen
Zum Beispiel, wenn man jetzt nicht bei FX Flat als Beispiel ist, warum diese Funktion gar nicht erst aktiviert ist, weil nämlich halt da so die, ja, ne, die Zuverlässigkeit von der Technik bei manchen Kollegen, da nimmt man es nicht so ernst. Und von daher muss das natürlich halt alles stimmen, das ist klar. So, wenn es jetzt aber halt irgendwie mal eine Abweichung gibt, dann ist das schon natürlich eine Sache für den Support, der wir dann auf den Grund gehen müssen. Weil grundsätzlich funktioniert das, würde ich mal behaupten, so 100% safe. Aber wie wir alle wissen, es gibt keine 100. Im besten Fall gibt es dann halt eben 99. Und vielleicht haben wir dann halt irgendwie da mit den Währungspaaren, die in, ich muss gerade mal gucken, ob ich das jetzt hier finde, was er jetzt halt sagt, damit man es überhaupt mal nachvollziehen kann. CAT-CHF. Wer handelt denn auch sowas? So, ja. Das wäre halt die Geschichte. Ich gucke jetzt mal eben da rein. Das hängt natürlich damit zusammen, was da entsprechend zugrunde gelegt ist an Daten. So, weil das muss natürlich halt ja alles zusammenpassen. Und da ist halt die Margin Currency, das ist halt der entscheidende Punkt. Die steht auf kanadischen Dollar. Und da liegt wahrscheinlich auch das Problem, weil, also mal gucken, CAD Euro gibt es nämlich nicht. Gibt es Euro CAD? Euro CAD gäbe es. Weil nämlich letzten Endes, wenn ich also hier, kann man sich hier dann auch direkt mal angucken, wenn ich jetzt hier CAD/CHF aufmache und dann sehe ich nämlich hier bei Instrument Euro CAD mal 0,6. 5, ne? Also hier ist diese Risikoberechnung, die wird halt vorher nochmal überprüft und das würde bedeuten, Euro-CAD mal 0,65, also hier den Euro-CAD rückwärts gerechnet, müsste aber eigentlich doch stimmen. So, auf jeden Fall gebe ich hier auch mal Risiko entsprechend mal oben ein für die Darstellung. So, auch bei Risk, das wird immer pro Handelsinstrument gespeichert. Oh, wissen wir. Heftiger Spread. Meine Güte. So, oder sieht das nur so aus oder ist das nur so unvolatil? Ich glaube, ich habe im ganzen Leben noch nicht aufgehabt, KCHF. So, auf jeden Fall Stop Loss. Ich müsste es jetzt wirklich genau nachrechnen. Weiß ich gerade nicht, ob ich das halt hier, ob ich da gerade die Konzentration dafür habe. Mitten im Webinar. Was durchzurechnen. Ich fürchte nämlich eher nicht. Vielleicht kann das ja mal einer machen. Der Timo ist ja da. Timo, du bist doch auch ganz gut im Taschenrechner. Rechne mal aus, was da rauskommt. Also wohl eigentlich kann man hier 10 stehen lassen. Bei 1,0 wäre das eine Positionsgröße von 0,4 Lot. Und die wären entsprechend zu verrechnen mit dem Faktor 0,65. Beziehungsweise halt die 1% bei einem Stop von 10 andersrum. Wäre entsprechend, ja, ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, aber ich glaube, das sollte man wirklich mal irgendwie, Jens, sage ich schon, Nelson, kannst du da gerade folgen noch? Was ich hier versuche. Wie viel wäre denn der ein Risiko im Eurobetrag? Bei 1% wäre der entsprechend, hier sieht man es ja, wäre das entsprechend 23,90 Euro. Also, sagen wir mal 24 Euro. So, und 0,4. Ich kann ja mal einfach aufmachen und gucken, was da überhaupt steht. Weil die Rechnung ist ja die gleiche, ne? Die steht ja hier auch. 24 Euro. Wären es also bis da unten hin. So, jetzt haben wir hier mit dem Spread, also jetzt mal rein mit dem bloßen Auge, also so ganz falsch, das sieht für mich jetzt irgendwie auch nicht falsch aus, ne? Weil man sieht ja hier, kann man ja schon fast mit dem bloßen Auge kann man das ja schon nachrechnen. Also, wenn das hier, wenn diese Strecke, machen wir es mal ganz rudimentär ohne Taschenrechner, weil damit bin ich gerade etwas überfordert hier im Webinar, gebe ich zu, da mit dem Taschenrechner Zeit zu agieren. Aber nur mal halt, wenn man das mal ungefähr einfach mal optisch. So, wenn das hier ein Verlust von 10 Euro ist, ja, ungefähr, stimmt jetzt nicht ganz. Hoppla, der war natürlich falsch. Ja, also, wie gesagt, ist, hoppla. Also, wenn das hier 20 und da unten halt nochmal irgendwie. Also, ist auf jeden Fall nicht ein Kilometer davon entfernt. Ne? Es kann jetzt halt wirklich sein, dass die,
die Umrechnung hier von der Marginwährung auf die, dass an der dann halt irgendwo hakt. Es kann aber auch genauso gut sein, dass das hier in die Lot Size nicht genau reinpasst. Also dem müsste man ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Aber generell sieht man ja halt, ne, das ist zumindest, das ist definitiv kein Unsinn, der da halt rauskommt. Und das ist das, was die Zahlen hergeben. So, ob der Fehler jetzt dann halt hier in der Datenbank liegt oder in der Berechnung, dem müssen wir wirklich, glaube ich, mit Support mal auf den Grund gehen. Also, weil das ist Also natürlich wichtig. ich hab hier meinen Rechner benutzt, Positionsrechner. Und wenn ich mich nicht verklickt habe, also 1%, 23 Euro circa, dann wären wir bei 0,24 Lots. 0,24. Bei KCHF. Wie viel ist 0, wie viel ist 0,24 geteilt durch, wenn du schon gerade einen Taschenrechner hast, Moment, 0,24 geteilt durch 0,65. Aber wir können das ja gerne nochmal im Support besprechen, Ja. weil Ja, nicht, nee, dass wir gib, jetzt die Zeit jetzt nutzen hier. ja, klar. Nee, gib mir nur gerade mal drum zu verstehen, also ob da halt irgendwie ein Dreher vielleicht drin ist bei der bei der Umrechnung von der Marginwährung. Nicht, dass es halt daran liegt, ne? Also ich Es versuche nur war gerade. glaube ich, bei dem Beispiel in der E-Mail von Jens war es tatsächlich so, dass am Ende doppelt so viel dann berechnet wurde. Also doppelte, anstatt nur 1%, hat er es am Ende 2% Risiko. Ja, was halt weder, das würde aber in keiner Form hier zu den 0,65 passen. Das wundert mich nur gerade. Das würde nicht passen, weil das würde nämlich bedeuten, es wäre nicht umgerechnet. Das ist es aber. Also wir haben hier entweder eine Division oder eine Multiplikation und beides kommt dann entsprechend nicht auf den Wert. Also liegt das wahrscheinlich dann irgendwo ein bisschen woanders begraben. Aber wir gucken uns das, glaube ich, wirklich mal in Ruhe an und dem mal auf den Grund zu gehen. Also ändern muss man da gar nichts, weil der Stereo-Trader macht das. Aber ich behaupte mal, dass es hier wirklich ein, also ich habe es noch nicht gesehen bisher, dass es nicht funktioniert. Und wie gesagt, wenn das halt hier so ein bisschen selten genutztes Pair ist, wo dann entsprechend auch noch die Margin-Währung auch noch eine andere ist, muss man einfach mal nachgehen, mal gucken, woran das hakt. Ne? So. Okay. So, dann gucken wir mal von oben nach unten durch. Die halbe Stunde ist ja schon fast schon um. So, der Uli Brandherrn, was das gesagt, darf ich ja gar nicht. Also, der Andreas hat auf jeden Fall Klopapier gekauft, das ist sehr schön. Ich würde gerne erfahren, was im neuen Update steckt. Eigentlich nicht Ganz viel. kurz, Dirk, damit mein Gedanke gerade nicht verloren geht. Du hast ja als Berechnungsgrundlage Euro CAD gewählt. Müsstest du nicht Euro Schweizer Franken nehmen? Weil die Kurswährung ist ja dann CHF, also die Positionswährung. Ich weiß, dass das in anderen Instrumenten dann nicht funktioniert. Ich glaube, hier ist tatsächlich dann der Ansatz. Weil, also von der Umrechnung meinst du, ne? Ja, die Margin Currency ist aber ganz klar Cut und mit Margin berechne ich ja mein Risiko. Aber das ist sowieso auch, das habe ich eh aber noch nie verstanden. Warum braucht man die beiden überhaupt? Warum gibt es da nicht nur eine? Also, weil dann wäre halt hier das dann umgekehrt, wird dann meines Erachtens ein Schuh draus. Dann muss hier bei Profit Currency muss das gleiche rein wie Margin Currency, weil das ergibt ja keinen Sinn. Wir klären das dann nochmal intern. Muss ich gerade mal hier gucken, weil hier haben wir ja ein ähnliches Ding eigentlich. Ne? Da steht ja auch Ja, Margin Currency und wir klären das Schweiz. bei dem Paar nochmal. Ja. Okay. Gut. Also 0,24 durch 0,6, 0,37, ja. Und das, daher kommen wahrscheinlich die 0,4. Das Team hat es gerade nachgerechnet. Also das ist auf jeden Fall, also der Ansatz ist auf jeden Fall der richtige, hier an die Margin Currency beziehungsweise an die Profit Currency, da halt mal zu gucken, ob das so seine Richtigkeit hat. Das machen der Nelson. Und ich machen wir dann zusammen, ne? Gucken wir uns das mal an. Yes.
Gut. So, also die neuen Updates. Das ist eigentlich immer eher so, also das letzte Update ging deswegen halt raus, weil ja halt der MetaTrader, da gab es ja irgendwie wieder ein Update und die haben da mal kurz die Meldung hervorgebracht, dass der Stereo-Trader ja veraltet wäre. Also war ein halbes Jahr alt, das letzte Update. Das fand ich schon von der Meldung, finde ich so ein bisschen grenzwertig. Aber halt einfach nur, um die Meldung halt auszublenden. Und deswegen gab es ein neues Update. So wirklich passiert, ist da halt eigentlich nichts im Stereo-Trader. Beziehungsweise wenn dann halt eher Kleinigkeiten, ja, aber jetzt halt nichts Großartiges. Und grundsätzlich sieht man es ja auch immer, bei der Installation steht eigentlich auch immer dabei. Da kann man ja halt irgendwie gucken, was gibt es Neues, was ist da passiert. Und da steht es drin. Das war wirklich halt nicht wirklich der Rede wert, was da halt passiert ist. Einzige kleine Sache, die wir jetzt noch haben, weiß nicht, ob schon einer gemerkt hat, wahrscheinlich noch nicht mal. Aber das ist auch so verschwindend geringes Feature, das muss man gar nicht großartig erwähnen, aber halt, wenn wir schon dabei sind. Also hier diese automatischen Labels, ja, also wenn ich ja hier eine Linie zeichne und dann geht der Stereo-Trader hin und berechnet, beziehungsweise packt halt immer halt hier das Label mit dazu in Form von, wo liegt die Linie, ne? Also hier 28, 6, 3, 4. So, und mit dem letzten Update, gucken, ob ich die jetzt geklickt kriege, ja. Kann man halt auch hingehen und kann dann halt eigene Beschriftungen machen. Ja, und die werden dann halt nicht mehr durch die Zahlen ersetzt, sondern da heißt es meine Linie. Hoppla. Und wenn ich jetzt die Linie verschiebe, dann bleibt das Label halt auch. Das ging vorher nicht so. Das war halt immer direkt ersetzt durch die Zahl, aber hier kann ich halt auch entsprechend eigene Labels da halt anlegen, wo entsprechend der Text mit verschoben wird. Das ist das eigentlich Einzige, was jetzt in der letzten Version da halt geändert wurde, also Kleinkram, ne? So, und ansonsten macht es aber trotzdem immer Sinn, das letzte Update zu installieren, weil die ja natürlich auch nicht umsonst gemacht werden, sondern eben um genau solche Geschichten halt abzufangen. Wie halt zum Beispiel solche Meldungen dann halt vom MetaTrader. So. Ich bringe noch eine Frage mit aus dem Support, bevor du hier den Chat durchgehst. Okay. Und zwar wurde gefragt, was passiert oder welche Einstellung hat man, wenn man bei der Limit Pullback oder negative Zahl einträgt? Geht das überhaupt? Es war der Meinung, dass es früher mal ging Geht nicht. und ob diese Funktion noch drin ist. Nö. Geht eh nicht. Also, ne? Könnte höchstens sein, dass jetzt hier vergessen ist. Nö, auch nicht. Also negativ geht gar nicht. Gut. Hätte mich jetzt auch erstaunt. Gut, so, dann der Oliver. Gibt es bei Teilschließungen von Positionen weitere Möglichkeiten als ein Zwotel, ein Drittel Gesamtposition, also in einzelnen Stücken? Die gibt es sowieso. Also, ne, das heißt, wenn ich also hier, ich gehe mal nochmal um, nochmal hier auf die normale Einstellung, damit ich hier nochmal normale, oh, das kann ich auch manuell machen. Wenn ich also hier als Beispiel zwei Kontrakte drin habe, echt? Habe ich da noch was auf gerade? Ne, eigentlich nicht, ne? Also, wenn ich dann einen Kontrakt drin habe. So. Und dann kann ich ja halt generell, also das ist jetzt die Frage. Ne, erst fragt es halt hier, kann ich halt entsprechend hier, ne, weil ich kann ja hier Trade zur Hälfte, zu Drittel schließen. Das sind die Sachen, die sind ja hier nur im Menü drin, beziehungsweise halt hier über STRG und Shift. Schnellverfahren zu erreichen. Ich kann ja grundsätzlich stückeln, wie ich das will. Ne? Ich kann ja hier einfacher einstellen, 0,1. Ja? Und da kann ich halt hier natürlich halt auch so oft 0,1 auflösen, wie ich will, oder halt auch jede andere Größe, die halt in irgendeiner Form dazu passt und nach unten halt ganz genauso. Ne? Das ist ja halt sowieso möglich. Also wenn ich hier meine Teilverkäufe in der Form sage, ne? Hoppla, jetzt hatte ich natürlich überall das CS an, das war natürlich jetzt Quatsch. Deswegen hat er jetzt alle gelöscht. So, aber nochmal. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, da ist ein Teilverkauf, da ist einer, dann haben wir hier noch irgendwie einen größeren. Da unten gebe ich einen Teil vom Risiko raus. Da unten noch ein Teil. So, und so kann man eine Position, ja, wenn man das halt machen möchte, kann man die ja so entsprechend abbilden, wenn man das will. Ne? So, das heißt, da gibt es ja sowieso keine Limitierung. Die bezieht sich wirklich halt nur hier oben
auf dieses, was halt hier im Menü erscheint, mit zur Hälfte oder zum Drittel. Gut. Strategische Order, Verkettung. Nein, das ist auch ein Thema, da bin ich leider raus. Weil das mit der strategischen Order, ich glaube, das haben wir irgendwann mal halt hier entschieden, das sein zu lassen in den Helpdesk-Webinaren, weil dazu gibt es inzwischen ja auch Webinare. Der Timo macht auch, glaube ich, gerade irgendwie eins, ne? Timo, du hast irgendwie auch hier zu deinem Add-on, die ja auch sich mit den damit befasst. Oder generell hat eben auch der Frank, die darauf spezialisiert sind. Und deswegen versuche ich das halt immer ein bisschen zu vermeiden. Von daher ein bisschen schwierig. Ist es möglich, im Tickchart die Kerzen auf der, genau, 29.10., schreibt der Timo gerade, gibt es ein Webinar mit dem Frank Eschmann zusammen. Lutz, da guckst du am besten dort mal vorbei, weil die Jungs haben das echt besser drauf als ich. So, genau. Es gibt es Möglichkeit, im Tickchart die Kerzen auf der rechten Seite des Charts anzuzeigen? Nee, leider nicht. Es ist leider nur so, wie es ist, Martina. So, die Trail Order nochmal erklären, fragt die Svenja. Welche Trail Order? Welche denn genau? Also grundsätzlich kann man ja alles Mögliche trailen. Man kann den Stop-Loss trailen, man kann Pending Orders trailen. Da bitte mal ein bisschen. Und da kommt ja noch ein Nachteil aus den unterschiedlichen Arten der Trail Order. Die ganzen Arten werden wir hier nicht hinkriegen. Sind aber grundsätzlich die gleichen wie im Stop-Loss. Und da gibt es auch ein Helpdesk-Webinar, beziehungsweise halt ein Einführungswebinar dazu. Da guckst du am besten, Svenja, mal in dem YouTube-Kanal von FX Flat nach, wo das Thema Trailing Stop besprochen wird. Und dort, Sekunde, ein bisschen trockene Luft hier. Und dort ist auf jeden Fall diese Art und Weise halt, beziehungsweise die ganzen Methoden halt beschrieben, was die Einzelnen halt machen. Ich kann es nur mal ganz grob, ganz schnell mal abreißen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe halt hier eine Order, so, und will die halt trailen. So, was Trade ist, glaube ich, klar, ne? Das heißt, sobald ich das hier aktiviert habe und hier einen Trail-Abstand von irgendwie 10 habe, so aktiviere ich das, ne? Sieht man auch hier, da ist das Ding dran und dann rennt die halt entsprechend dem Markt im Abstand von 10 Punkten halt hinterher. So, wenn ich PLH Peak aktiviert habe, es muss natürlich halt auch immer passen. PLH Peak bedeutet im Wesentlichen, ne, also die Kerze, die das höchste Hoch gemacht hat, unter deren Low würde die entsprechend geführt werden. PLH Close, das ist also die Kerze, die den höchsten Schlusskurs gemacht hat. Priax ist die Verfolgung nach Außenstäben. PLH 157 ist einfach nur unter dem Low der letzten 1, 5 oder 7 Kerzen. Also hier 1 würde einfach halt hier, sobald die Kerze abgeschlossen ist, im Abstand von 10 Punkten unter dem Low. Das heißt, würde sich jetzt erstmal gar nicht bewegen, nur wenn die nach oben klettert, klettert entsprechend der Trailing Stop halt nach. SMA ist halt, denke ich, auch klar, ne? Das heißt also, wenn halt hier, sobald natürlich halt, solange die Order drunter bleiben kann, wird entsprechend der SMA, was auch immer da eingestellt ist, mit dem Abstand, der hier eingestellt ist, verfolgt und der EMA natürlich ganz genauso. So, und das ist also grundsätzlich das Prinzip. Die ist jetzt natürlich hier getriggert worden, weil halt das ist die Limit Pullback ist jetzt angesprungen, ne? Weil der Kurs ja halt drunter gesprungen ist, ist die erstmal drüber. Und wegen der Limit Pullback war das. Ne, aber das hat jetzt nur so im Kurzabriss. Aber ausführlich, wie gesagt, gibt es auf jeden Fall, gibt es da ein Einführungswebinar, was wir irgendwann mal 2018 oder 2019 gemacht haben. Der Karl kann ich irgendwie gerade nicht zuordnen, was damit gemeint ist, mit Refresh drücken. Okay, warum haut es manchmal den Trail raus? Tja, warum haut es manchmal den Trail raus? Das ist eine Frage, da kann ich leider, lieber Boris, nichts mit anfangen.
So. Ja, ich gehe nur hier gerade die Fragen durch. Deswegen ist das Bild ist nicht eingefroren, nur weil ich hier kurz mit offenem Mund sitze. Sondern ich versuche das hier nur alles nebenbei zu lesen. TC Live Add-on. Kommt die Frage, gibt es eine Möglichkeit beim TC Live im Futures Chart, dass sich der TC Live den Wert der Deviation merkt? Wenn man den MT5 neu startet, muss man jedes Mal neu eingeben nach jedem Neustart. Muss ich mir angucken, ob das halt machbar ist, beziehungsweise ob das überhaupt vorgesehen ist. Ich glaube, das ist nämlich tatsächlich gar nicht vorgesehen, dass das zwischengespeichert wird. Gut. Also, das TC Live wird ja hier gerade ein paar Mal angesprochen. Ich kann es hier nur leider gerade nicht aufmachen, weil ich glaube nicht, dass es bei mir hier funktioniert jetzt, weil ich halt hier in einer Version bin, hier die 2620, die halt noch gar nicht da ist. Da wird jetzt gerade für das TC Live nochmal umgebaut. Von daher kann ich das jetzt hier leider nicht wirklich aufmachen. TC Live nur nochmal auch zur Ergänzung ist eben das, was halt immer noch so als Prototyp draußen ist, wo man halt entsprechend live Levels, die ich zum Beispiel in Webinaren halt einzeichne, dann entsprechend halt auch verfolgen kann. Also morgen früh werden wir es übrigens wieder machen. Wir haben ja morgen früh Webinar zur Markteröffnung 8:45 Uhr. Und wer möchte, kann sich ja halt mal entsprechend hier das TC Live auch mal installieren. Das kostet auch für die Webinare dann auch entsprechend nichts. Das heißt, hier über Installation Manager geht man hier drüber weiter und dann gibt es hier ein, wo ist es? Traders Club Live DH. Das heißt, alles, was ich dann halt im Webinar dann halt einzeichne, gebe ich dann halt für die Webinarteilnehmer frei. Und das heißt, wenn man das Add-on auf dem Chart hat und dann kann man halt in Echtzeit auch sehen, was ich da halt mache, beziehungsweise was ich halt zeichne. Und da gibt es jetzt auch diese Woche noch mal ein größeres Update dazu. Deswegen ist es hier gerade, läuft bei mir jetzt hier leider gerade nicht. Deswegen kann ich es jetzt gerade auch nicht vorführen, weil ich halt hier wie immer in der Entwicklungsabteilung bin. Also meistens mache ich das hier, die Webinare da drauf, weil ich dann halt auch immer direkt am nächsten an allem dran bin. Aber grundsätzlich halt einstellen, eigentlich nur das, was man halt kennt. Ne? Also solange da halt, ich guck mal, das könnte eventuell funktionieren sogar. Gucken, ob das so ist. Ja, das läuft tatsächlich. Grundsätzlich ist halt immer nur wichtig, dass man halt, dass der Timeframe halt stimmt oder wenn ich halt hier entsprechend die Zeiteinheit nicht filtere, ne? Wenn ich halt hier den Stunde nehmen, H1 Main. Aber wie gesagt, es kann wirklich sein, dass da gar nichts funktioniert, gerade bei mir. Ja, sieht nämlich so aus. Ah, doch, da kommt, oder? Doch, da kommt was. Ne, dass halt entsprechend die Zeiteinheit halt da ist. Also, man muss eigentlich dazu immer wissen, so derjenige, welche, der halt das anbietet, das bin ja momentan halt nur ich, wo laufen halt die Updates? Da sieht man aber auch hier, wenn man auf das Ding da oben drauf geht, auf diesen kleinen Pfeil, und da sieht man aber auch bei den Aktualisierungen, wo sind die letzten Aktualisierungen. Ne? Also, hier DAX war gestern Abend um 20 vor um Mitternacht hier halt auch. Also da steht ja drin, was als letztes aktualisiert wurde. Und wenn dann zum Beispiel halt entsprechend ein Webinar ist, was dann halt ein M1 oder so dann halt läuft oder hier, wo ich dann halt Scalping gemacht habe am Freitag, dann steht das ja auch ganz oben. Da weiß ich auf jeden Fall, also wenn ich hier reingucke, was ist eigentlich als letztes aktualisiert worden. So, und da muss ich halt gucken, hier Instrument, DJI, also ne, klar, der DAO und dann halt hier Info H1 Main, das sieht man hier unten. Das ist ja entsprechend das Ding, wenn ich hier vor- und zurückblättere, wenn ich als Beispiel jetzt nicht den Stundenchart halt anzeigen will, sondern halt hier den 5-Minuten-Chart und dann blättere ich halt hier so lange, bis ich das H1 Main habe und dann weiß ich aber auch, okay, das ist jetzt das, dann habe ich auf jeden Fall das, was gerade irgendwie aktualisiert wird. So, im Handbuch, genau, schreibt der Hulitz hier auch nochmal, werden die Trading-Arten auch erklärt, das ist richtig.
Kommt dann bestimmt wieder der Einwand, ja, aber das Handbuch ist ja nur auf Englisch. Ja, ich weiß. Da ist aber auch teilweise aber auch dafür bebildert, dass man es ein bisschen besser versteht. Genau, so. So wie ich das sehe, Nelson, hast du noch was? Ach so, Aktuell. wenn Sie, ah, der Karl schreibt hier gerade nochmal, genau, also wenn sich, ja, im VPOC, also wenn sich die Linien SUP wie überhaupt nicht mehr aktualisieren, auf Refresh drücken. Genau, also Timo, wenn du willst, ne, kannst du das hier aufgreifen, also falls du irgendwie gerade Lust hast auf das Ja, der VPOC nochmal. Timo hatte schon geantwortet im Chat Ah, okay. und ja, ad hoc jetzt ohne weitere Details ist natürlich auch für ihn schwierig, was dazu zu sagen. Wir Ja. hatten das aber auch, das Thema in unserem Support und haben uns entsprechend ausgetauscht und Ja, okay. werden wir da weiterhin auch uns austauschen. Okay, gut. Haben wir noch irgendwas? Aktuell wüsste ich nicht, wenn Sie noch Fragen haben und den Dirk nicht vorzeitig in den Feierabend schicken wollen, dann Ach, nutzen von Sie wegen Feierabend. Das wäre schön. die Möglichkeit. Wir haben ja tatsächlich normalerweise Hier, noch ein paar Minuten. das ist, so sieht mein Feierabend aus. Nein, bloß nicht, sonst kommen jetzt Programmierfragen. Ansonsten sind wir tatsächlich soweit durch. Wir warten jetzt noch vielleicht eine Minute, bis derjenige die Frage auch abgetippt hat. Okay, gut. Weil da würde ich nämlich tatsächlich sagen, da ja hier irgendwie gerade auch, ja, ne, würde ich sagen, wir sehen uns morgen früh. Nelson, ne? Ja, Ja, nee, wir gut. dürfen wirklich mal früher Schluss machen. Ist doch nicht so. Du darfst vor allen Dingen früher Feierabend machen, Nelson. Ja, alles gut. Ich nehme ja gerne die Zeit. Ja. Ansonsten, ja, Aber mit dir doch immer, Dirk. Mit dir ja. doch immer. Du weißt ja, du kannst es aber auch immer auf mich schieben. Du kannst dann auch sagen, ah, ey, tut mir leid, früher Feierabend, der Dirk hat einfach, der wollte nicht mehr. Ich Ja, weiß also danke für dein Angebot, aber das mache ich ja doch. sowieso schon. Genau, weißt du, zweiter Vorname ist eh schuld, von daher ist alles gut. Hey, prima. Gut. Dann, ja, vielen Dank, Dirk, Ja, ich für danke. das dabei sein und die Fragen beantworten und natürlich an alle Teilnehmer auch für die Teilnahme und das Interesse. Würde mich freuen, wenn Sie morgen früh wieder dabei sind, 8:15 Uhr. Dann Live-Trading mit Dirk. Morgen ist ja Stereo-Trader-Tag. Morgen Vormittag mit Dirk und am Nachmittag mit Heiko. Also volles Programm. Ja, Und schön. bis dahin wünsche ich natürlich einen schönen Abend. Wenn Sie heute noch handeln, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Viel Erfolg. Und dir, lieber Dirk, natürlich auch einen schönen Abend. Geh früh ins Bett, damit du morgen fit bist und wir hören uns morgen. Ja.